kommen wir zum nächsten Video. Wir haben hier einen Land Rover Evoque 2.0 Diesel mit 180 PS und 430 Newtonmeter. Ich würde sagen, fackeln wir gar nicht lang rum. Es geht hier um eine Leistungssteigerung. Ziel sind knapp 230 PS und 500 Newtonmeter. Der Rest kommt nachher drinne. Fahren wir eine kleine Runde. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Ich nehme euch mit und los. Bis gleich. So, jetzt wie versprochen im Innenraum unterwegs im Evoque, wie gerade schon im Eingang gesehen. Fahren jetzt mal eine kleine Runde, machen eine kleine Probefahrt. Was ich sagen muss, er läuft Serie für die 180 PS und die 430 Newtonmeter, was natürlich ordentlich ist, schon relativ gut. Also wenn ich ins Gas gehe, ja, da ist schon ordentlich Zug da. Also es macht auch richtig Spaß. Wir haben hier eine 8-Gang Automatik verbaut. Da wollen wir gar nicht groß drauf weiter eingehen. Jetzt geht es einfach nur darum, eine kleine Runde zu fahren, zu gucken, wie verhält sich das Fahrzeug. Und es sieht soweit alles ganz gut aus. Also ich muss sagen, mir gefällt das Auto richtig gut. Also sie haben hier innen schon richtig was gemacht. Die Sitze sind bequem, das Lenkrad fühlt sich gut an, das Lenkrad fühlt sich wertig an. Auch hier im Innenraum ist relativ aufgeräumt. Wir haben nicht viele Knöpfe, das meiste läuft hier oben übers Touchscreen, übers Display. Das ist schon richtig gut. Die Schaltpedals, gut, die könnten ein bisschen schneller reagieren, aber das wäre jetzt Jammern auf hohem Niveau. Aber er läuft auf jeden Fall richtig gut, also das macht richtig, richtig Spaß. Ja, was soll man da noch viel sagen? Ich denke, gut, jetzt in den Kurven, da merkt man natürlich, dass eben ein bisschen Antrieb fehlt, aber das ist das nachher, wenn die Datenstände abgeändert sind, dann ist es auf jeden Fall so, dass dann gerade das, was da im Bereich aus Kurven raus, aus unteren Drehzahlen, ganz tiefen Drehzahlen raus, was dann einfach noch ein bisschen einfacher, ein bisschen geschmeidiger wird, wo du dann einfach merkst, also da merkt man dann schon sein Gewicht, aber jetzt so im Teillastbereich, da finde ich in Serie schon ganz gut. Wenn ich jetzt hier so Gas gebe, fühlt sich schon richtig, richtig gut an. Und wie schon gesagt, das Auto fühlt sich richtig wertig an. Es sitzt sich bequem, das Lenkrad fühlt sich gut an. Die Pedals, wie schon gesagt, könnten ein klein wenig schneller reagieren, aber sonst ist alles, wie schon gesagt, sauber aufgeräumt und verständlich. Auch wenn ich hier Mittelkonsole mal anschaue, ich habe Becherhalter, ich habe alles sauber aufgeräumt, kann man echt nichts sagen. Das Touchscreen reagiert richtig schnell, richtig gut, das macht Spaß auf mehr. Soundfile sparen wir uns in dem Fall, hier ist alles Serie, das macht auf jeden Fall keinen Sinn für euch. Das übliche Tacho-Video, das wird man nachher kurz machen, dass ihr seht, Serie im Vergleich zu Tuning, dass ihr da einen Unterschied habt, dass ihr auch wisst, was danach herauskommt. Was wir ab nächste Woche machen, ab nächste Woche werden wir euch in den Videos oder ich euch in den Videos auch mal ein paar Zeiten messen, bisschen 100 auf 200, dass ihr auch mal wisst, wenn kein Prüfstand gemacht worden ist, was der Unterschied ist, ja, so dass ihr da mal ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werdet. Und auch anhand von Zahlen wisst, was nachher passiert ist oder was sich geändert hat. Und das, denke ich, macht auf jeden Fall Sinn für euch, weil wenn ich das euch nicht hinzufüge, dann wisst ihr ja gar nicht, wie fühlt sich das jetzt an in Zeiten, was hat sich geändert. Deswegen denke ich, macht es da Sinn, um euch da ein bisschen mehr Transparenz gegenüber zu gewährleisten, dass man einfach sagt, wir machen mal ein paar Messungen, 100, 200, 0 auf 100 finde ich jetzt nicht so sinnvoll, weil bei vielen Autos einfach mit viel Leistung keine Traktion da ist, da wäre das relativ sinnlos, aber 100, 200 finde ich gut. Das fangen wir ab nächste Woche an und dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video und wir gehen jetzt quasi weiter zum Tacho.
danach gibt es von mir noch ein ganz kurzes und prägnantes Fazit. Und dann würde ich sagen, bis bald. So, jetzt sind wir unterwegs. Und zwar machen wir jetzt noch ein kleines Tacho-Video, wie versprochen. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, wir fahren aus 50 und Kickdown. 80, 100, 120. Ich würde sagen, das reicht. Also für das, dass es ein Geländewagen ist, ein SUV, ein Evoque mit doch relativ viel Eigengewicht, genauso wie X3 und so weiter, Q5 und, läuft der richtig, richtig gut. Er macht richtig viel Spaß. Da muss ich sagen, da hat Land Rover doch was Schönes gezaubert. Also da kann man definitiv gar nichts sagen. Macht richtig Laune, das Auto. Würde ich sagen, Land Rover macht weiter so. In dem Sinne würde ich euch jetzt weitergeben zum kurzen Fazit. Und bis gleich. Ciao. Ja, kommen wir, wie schon angesprochen, zu einem kleinen, kurzen, prägnanten Fazit. Land Rover Evoque, Eingangsprobefahrt, bevor Software umgeschrieben wird, Datenstand abgeändert wird. Auto macht richtig Spaß. Sieht auch in meinen Augen in diesem blau folierten richtig gut aus. Fährt sich richtig gut. Die Schaltung könnte ein bisschen sportlicher oder ein bisschen schneller schalten als die Pedals an sich. Die Automatik schält gut. Der Abzug finde ich für 180 PS und 400 Newtonmeter für das Gewicht, für dieses Fahrzeug mehr als perfekt. Also ich schaue, ich gebe jetzt Gas. 100, 110, 120, 130, 140 finde ich gut. Also das ist wirklich, da ist schon Kraft dahinter, sage ich mal ganz vorsichtig. Und die 70, 80 Newtonmeter, was nachher an mehr Drehmoment kommt, das was nachher zählt, das was nachher das Auto nach vorne treibt, das wird man deutlich spüren und das wird nachher auch definitiv viel agiler sein, viel spritziger. Er wird untenrum noch ein bisschen oder noch ein gutes Stück zulegen. Das war das, was gerade so ein bisschen gefehlt hat, wenn man aus einer Kurve rausfährt und man ist von der Drehzahl her zu niedrig, dann braucht er kurz, bis Ladedruck kommt. Und es ist nachher einfach so, dass er da ein bisschen früher am Gas hängt und dass er dann auch obenrum feiner oder sauberer rausläuft. Da merkt man jetzt schon so bei 140, 160, da geht dann langsam so die Puste aus. Und da können wir auch noch ein bisschen nachhelfen, dass er da noch ein bisschen drehfreudiger zu Werke geht. Aber wie schon gesagt, nichtsdestotrotz, ich finde das Auto, so wie es ist, perfekt will ich jetzt nicht sagen, aber es hat was. Jedem, der die Optik gefällt, für den ist das, glaube ich, ein gutes Auto. Wir haben relativ geringen Spritverbrauch. Mit der Software im Teillastbereich bei normaler Fahrweise, da sinkt der Spritverbrauch noch ein Stück weiter. Mehr, würde ich eigentlich sagen, kann man nicht machen, sage ich mal ganz vorsichtig. Jetzt würde ich sagen, wir fahren jetzt zurück zur AHG. Da nochmal vielen Dank, dass ich die Location nutzen durfte, dass die Kunde nachher bei der Abholung nicht so lange warten muss, wenn sie das Fahrzeug nächste oder übernächste Woche bekommt. Und würde euch noch ein paar kleine Bilder anhängen nach diesem Fazit hier. Und dann könnt ihr euch euren eigenen Eindruck verschaffen. Wie schon gesagt, ich würde mich über ein Abo freuen von euch. Schaut doch auch mal bei den anderen Videos vorbei. Und in dem Sinne, bis bald und bis zum nächsten Video.